muss ich wieder das Skelett hochkraxeln. Das hilft so nix. Er schreit, dass das Skelett gruselig ist. Das hilft mir auch ziemlich viel. Hier habe ich schon alles gemacht und getan. Und getutet. Nicht doof. Mehr Leute. Die Opa wird auch nichts Neues mehr sagen. Ach, das dicke Eremit. Sinnloseste NPCs ever. Hier geht's wieder nach Hause. Will ich aber auch noch nicht. Das heißt, die ganze rechte Seite ist sehr, sehr sinnvoll. Hier ist die Polizei noch beschäftigt. Habe ich auch keine neuen Neuigkeiten. So viel wie Spawn der Sonnenblumen kenne. So, ein Kokoromori ermittelt. Ich muss den Schuh entzogen, aber ich will nicht daran riechen. Also mir kommt jetzt irgendwie schon der Verdacht, das ist eine Menschenschule und keine Hamsterschule. Weil irgendwie sind die Schuhe ein bisschen zu groß. Und da frage ich mich, was machen Hamster in einer Menschenschule? Kann ich wieder Glücksspiel machen? Das muntert mich ein bisschen auf. Nein, nur 20, oder? Ja, 20. Cool, super Sticker. So, hier und so. Den Schwamm, da komme ich nicht hin. Hier ist auch nichts Neues. Halt, ohne zu fragen einzutreten ist verboten. Mich ignorieren und sich ins Klassenzimmer hineinschleichen ist auch verboten. Im Ernst, ich buchte euch ein. Also kommen wir hier auch nicht rein. Hier geht's hier nicht weiter. Man kann den Feuerlöscher auch nicht hochklettern, was irgendwie praktisch wäre. Hier unten ist der Shop, der hier sagt nichts. Ah. Nee, hier ist das nichts. Ich glaube, das ist wieder so ein 300 Teile für eine Farbe. Tut mir leid, ich bin doof. Hier kann man ja rumlaufen. So, ab durch die Röhre. Und wieder ein Spielchen. Was ist es denn diesmal? Reagenzglas hüpfen. Ja, da kommt doch Freude auf. Links, rechts, schaukeln, stopp, ausspringen. Oh, oh Gott. Das ist wieder so schwer. Probieren wir es mal. Wird bestimmt lustig. Wer kann das denn bestimmt wieder? Wer kann das?
Natürlich. Oh boy. Oh boy, das Schlossgespenst. Oh, hier gibt es viele Bonbons. Wieso versage ich immer in den ersten 2 Sekunden? Was ist das für eine Ente? Wo kommt die her? Das Spiel macht mich fertig. Ich habe ziemlich viel Zeit. 2 Minuten an der Zahl. Ist ganz ruhig. Nein! Ich will auch keine Save States benutzen für sowas. Das kriege ich doch irgendwie hin. So, nochmal. Ja! 108 Sekunden noch Zeit. Und alle Bonbons. Und ein Sticker, den ich schon habe. Oh, das bringt Punkte. Nein, nicht so viel wie gedacht. Oh boy. Oh boy, dreht das Wasser ab. So, was bringt mir das? Nichts. Hier ist wieder ein Nagel. Nein, hier ist ein Nagelschraubending ins Kirchen. Ich komme nicht vorbei. Hier komme ich auch nicht vorbei. Ab durchs Reagenzglas. Sonnenblumenkern, hier läuft einer weg. Hier kommen wir. Hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's raus. Nein, hier geht's nicht weiter. Cool. Das schränkt die Möglichkeiten ein, mich zu verlaufen. Hier gibt es wieder diesen Professor, der sich gerade selbst beglückt. Oder was macht er da? Hallöchen. Ich stecke noch mitten in meinem Experiment. Okay, er ist beschäftigt. Deshalb fände ich es nett, wenn ihr noch nicht guckt. Kopfkino. Ich will es mir nicht vorstellen. So, raus in die frische Luft. Und rein. Oh boy. Tito, wo warst du? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich bin sicher, dass sie sich wegen der Schlange versteckt hat. Tito, nicht Ubui. Mein Gott. Alle Hamster, ich kenne sie doch nicht, ich weiß es nicht. Du musst dich sehr gefürchtet haben, Dido. Tut mir leid. Nachdem ich dich verloren hatte, habe ich im Schulgebäude gesucht. Was tut ihr alle hier? Verstehst du? Und dann... Aber! Und so haben wir hier nach den vierblättrigen Kleber gesucht. Danke, dass ihr Dido gefunden habt. Jetzt werde ich euch helfen. Nicht wahr, Dido? Oh boy! Pashmina schließt sich an. Jetzt sind wir schon zu 8. Wenn ich mich recht erinnere, dann befindet sich das Kleeblatt dort drüben. Dann lass uns diese Richtung einschlagen. Das sieht nach ein... Okay, das ist 100 pro ein Radiergummi. Dann ist die Proportion sowieso komplett. Komplett richtig. Wo ist der hier mal? Seine Bilder sind ein wenig abstrakt, aber sehr hübsch. Wo geht's hier längs? Es ist dunkel hier drin. Holt mich hier raus. Ich höre eine Stimme. Sie kommt von dort drüben. Aber es ist niemand zu sehen. Sehr seltsam. Wieder alles voller Dreck hier und bleh. Wahrscheinlich im Abfluss. Ach man. Gehen wir mal runter. Natürlich ist er im Abfluss. Natürlich. Ein Hamster im Abflussrohr. Und 100 Hamster ziehen. Was ist das denn für eine. Was ist das denn? Was hat der denn auf dem Kopf? Hammer. Endlich frei.
Ich danke euch. Mir wuchs schon Schimmel auf den Kopf. Alles, was ich im Dunkeln sehen konnte, war ein dünner Lichtstrahl. Hm? Hey, war... Hey. Aha. Hier kommt es.